Hallo meine Lieben, heute begrüße ich euch mit einem weiteren türkischen Hauptgericht und zwar Çökertme-Kebabe. Generell wird Çökertme-Kebabe mit rotem Fleisch zubereitet, das heißt mit Fleischfilet sozusagen. Und ich habe diesmal eine andere Variante zubereitet und zwar mit einer Hackfleischsoße. Ja, und wir legen jetzt auch schon sofort mit den Zutaten und auch der Zubereitung los. Ihr werdet es lieben, schmeckt einfach köstlich. Und zwar benötigen wir Hackfleisch, dann benötigen wir noch Zwiebeln sowie Knoblauchzehen, die habe ich klein gehackt. Wir brauchen grüne Spitzpaprika, wir brauchen Tomaten sowie Tomatenmark und Paprikamark, Gewürze und Wasser sowie etwas Öl. Zuerst in einer Pfanne das Öl auf höchster Stufe erhitzen, dann das Hackfleisch darin krümelig anbraten. Dieser Bratvorgang kann gute 5 bis 7 Minuten dauern. Anschließend die Zwiebeln und Knoblauchzehen hineingeben und kurz mitbraten. Jetzt die grüne Spitzpaprika unterrühren und kurz mitbraten, anschließend die Tomaten zufügen und ebenfalls kurz mitbraten. Und dann kommen Tomaten sowie Paprikamark hinein, das Ganze wird kurz untergerührt und quasi mitgebraten. Und ja, zu guter Letzt wird das Ganze dann mit dem Wasser abgelöscht und dann noch mit den Gewürzen abgeschmeckt. Und ja, an dieser Stelle könnt ihr dann auch probieren, ob noch etwas Salz und Pfeffer nötig ist und ja, ansonsten natürlich etwas noch zufügen. Jetzt benötigen wir noch Kartoffeln. Die Kartoffeln schälen und dann in kleine, dünne Streifen schneiden. Das ist sehr, sehr wichtig. Und die werden dann auch schon frittiert. Und zwar ist es wichtig, bei diesem Gericht wirklich die Kartoffeln in dünne Streifen zu schneiden. Und die werden dann, wie gesagt, frittiert. Ich benutze hierbei einen Frittiertopf. Man kann aber die Kartoffeln auch in einer Fritteuse frittieren. Und ja, dann werden die auch schon auf einem Küchentuch abtropfen gelassen sozusagen. Und das Ganze geht dann los mit dem Anrichten. Die Kartoffeln zuerst auf einen Teller geben, das Ganze dann quasi wie ein Nest ausbreiten. Dann kommt etwas Knoblauchjoghurt hinein. Dafür habe ich einfach Joghurt mit einer Knoblauchzehe vermischt und ihr könnt zum Beispiel auch Knoblauchpulver verwenden. Und ja, dann kommt etwas in die Mitte von der Joghurtsoße sozusagen, von der Hackfleischmischung hinein und das Ganze ist dann auch schon fertig. Darüber streue ich noch etwas Petersilie und go for it. Richtig lecker, Leute. Es ist wirklich richtig, richtig lecker und einfach auch wirklich ganz einfach zu machen. Und wünsche euch jetzt natürlich ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schon mal schmecken und ich hoffe, wir hören zu meinem nächsten Video. Bis dann!